Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video, ich stelle euch meine XXL Streaming Base vor. Ich habe da ein paar Kleinigkeiten verändert und werde euch jetzt auch mal alles zeigen. Und zwar, ja, beginnen wir jetzt mal hier, Leute. Hier, das ist hier so eine Box. Guck, ich droppe zum Beispiel jetzt hier die Sachen und dann halt, ich editiere zu und mache hier so halt Thumbnails, mache ich hier einen Screenshot, dann sowas halt, ihr wisst Bescheid. Und ja, Leute, gehen wir mal weiter. Hier geht's rein. Hier lagere ich zum Beispiel, wenn mein Inventar voll ist und ich wieder Platz brauche und mein richtiges Lager voll ist, droppe ich hier einfach zum Beispiel jetzt die Nocturne rein oder so halt, dass ich wieder Platz im Inventar habe. Und genau das gleiche gibt es hier auch für die Leute, die mir helfen, können die es hier rein droppen. Ach ja, und Leute, es würde mich riesig freuen, wenn ihr Like und ein Abo da lässt. Und schau mal, da wo ich jetzt reingehe, nur die wirklichen OGs kennen das. Schreibt mal alle in die Kommentare, seit wie lange schaut ihr schon meine YouTube-Videos? Hier, das kennen nur die absoluten OGs. Die zwei Wände kommen ja eigentlich nicht hin. Und zwar hier sind wir, Leute. In den Boxen, wo ich damals die scammerwürdige Scam-Videos gemacht habe. Und hier kann man auch zum Beispiel den Boden wegeditieren und so halt. Kann man durch die Fallen durchlaufen. Auf jeden Fall mega geil. Springt man hier mal rüber. So. Einfach richtig geile Box, um Scammer zu scammen, ist das. Oder Leute, schaut mal, wenn man zum Beispiel hier, ich glaube mal hier 20 Spektrolyt oder so. Und dann droppt man es hier auch, dann. Guck, ist weg. Einfach weg, Leute. Und dann, wenn er keine Baurecht hat, hier liegt es, Leute. Also, so easy Scammer zurück zu scammen. Benutzt es bitte nicht, um normale Leute damit zu scammen und so. Und ja, Leute, dann würde man hier eigentlich durchgehen. Also, das ist dieser Tunnel, wo ich gerade war. Hier. Gehen wir mal zurück, da wo das alle kennen, wo auch alle hin dürfen immer. Erstmal eins durch, noch eins. Hier gibt es auch noch ein paar Boxen, wo hier ein paar Helfer immer Sachen droppen dürfen. So, jetzt sind wir hier, Leute. Das ist, das war's dann mal wieder mit den Edit Skills. Das sind die Spawnboxen. Hier spawnt man immer. Kann man auch von so editieren hier. Und das sind die Boxen, wo Abonnenten sich immer eine Box aussuchen dürfen, wo Waffen drin sind, Mets und so. Und dort darf jeder normale Abonnent sich eine aussuchen immer. Und dann gehen wir mal weiter. Das da ist die Verlosungsbox. Hier werden immer die Sachen drin liegen, die man verlost und so zum Beispiel. Und hier können normale Abonnenten und alle auch hochgehen, noch ein paar Sachen dazu spenden, wenn man eine Verlosung macht. Zum Beispiel jetzt die Nocturne oder. Und dann seht ihr, die liegt dann da auch bei den Sachen, die man verlost. Und Leute, ich würde mich auch freuen, wenn ihr Creator Code Max Custom Item Shop eintragen würdet. Das würde mich riesig freuen. So, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in diesen hohen Turm rein. Die Mitglieder kennen das. Man geht hier erstmal ein paar Etagen hoch. Und hier sind auch Boxen. Hier, die meisten denken, das ist ganz normal so wie die anderen da unten. Nur halt ein paar weniger. Und ja, es sind schon auch die gleichen Boxen so, nur der Inhalt ist anders. Zum Beispiel, dort sind dann nur mal 100 Schattensplitter oder so. Dafür sind hier ein Stack Sonnen, ein Stack Fallen, zwei Fuleji-Waffen, gemoddete Waffen oder was auch immer. Sowas ist das hier. Und gehen wir mal wieder runter. So. Ach ja, Leute, und folgt mir auf Ehre auf Insta. Sorry wegen der ganzen Werbung gerade. Und ich würde mich freuen, wenn wir 100 Likes schaffen. So, dann gehen wir mal hier. Die meisten kennen das auch aus paar Videos. So. Und zwar, das sind die Boxen zum Traden hier. Die sind eigentlich ziemlich safe gebaut. Außer die Fenster, da können auch andere zuschauen. Aber hier editieren, nirgendwo kann man nicht. Guck, ich halt gedrückt. Und dann öffnet sich Hoverboard, weil ich es nicht editieren kann. Ja, die sind eigentlich ziemlich safe, aber trotzdem, hier, was ich nicht bedacht habe, zum Beispiel, man kann die Leute dann so scammen, so wie ich es auch in den Videos gemacht habe. Und das habe ich halt jetzt nicht mit
eingedacht. Und normale Leute hier, die zum Beispiel bei den Trades zuschauen wollen oder so, können dann hier hinstellen und dann so immer bei beiden Seiten schauen. Und ja, kann man hier auch beides immer zu editieren, wenn man keine Zuschauer haben will, dann einfach da zu editieren auch. Und hier, Leute, das ist eine Box, hier kann man mir auch Waffen spenden einfach. Und alles, was hier gespendet wird, die werde ich dann in den nächsten Livestreams so verlosen und tue ich dann in die Boxen immer rein. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr wollt, ihr könnt auch einfach hier runtergehen und dann könnt ihr euch anschauen, was mir alles gespendet wurde. Hier sind die Sachen dann, hier zum Beispiel die Nocturne liegt dann jetzt hier. Und gehen wir da wieder hoch und dann sind wir wieder hier. Hier ist das Lager. Und dort ein Herz für die geilste Community, Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, und dort, da ist noch was Neues gebaut jetzt. Kommen wir zu den neuen Sachen. Hier, das ist ein Labyrinth. Das ist extrem schwer zu schaffen. Da muss man, man hat keine Ahnung, vielleicht 2 Minuten Zeit oder so. Und dann, wenn man das innerhalb den 2 Minuten schafft, das Labyrinth zu schaffen, so, dann bekommt man alle Waffen, die dann am Ziel so liegen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich versuche das selber mal zu schaffen eben. Ob ich das schaffen werde, ist eine gute Frage. Aber ja. Versuchen jetzt mal. Okay, ich habe es wieder nicht geschafft. Hier, glaube ich, musste man. Nee, auch nicht. Hä? Jawohl, ich hab's geschafft, Leute. Hier, die Schlauen merken sich jetzt den Weg bestimmt, falls ich das mal machen werde oder so. So, und das ist auch noch was Neues, was ich gebaut habe, Leute. Also, das wird keiner wissen, was es ist bisher. Wer das errät, ist eine Legende. Und zwar, das ist komplett neu gebaut. Da geht man hier rein und erstmal sind hier Treppen. Vielleicht hier beim ersten Anblick, jetzt wissen das einige schon. Und zum Beispiel hier geht man hoch, hier kann man auch noch Sachen spenden, die sind dann auch für das. Hier kann man auch noch mal reinschauen und ich werde zum Beispiel hier drin stehen und guck, Leute, hier liegen dann, jetzt mache ich mal die Waffen als Beispiel so. Ach, na toll, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch, ich hab's geschafft. So, erstmal, das ist dann eigentlich schon mal zu editiert. Dort könnt ihr auch sehen, was da ist und so. Da auch. Und dann, man hat, also alle Sachen, die dann hier reingespendet werden, werde ich dann auch dazu packen und so. Und dann lasse ich schon mal in den nächsten Streams einen so durch. Und dann der erste, also jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich dran. Dann wird mir das aufeditiert. Da habe ich 3 Sekunden Zeit oder 5 Sekunden, je nachdem, mal schauen. Da dann so viel aufzuheben, wie ich kann. Und dann jetzt innerhalb 3 Sekunden habe ich alles geschafft aufzuheben. Dann kann ich das behalten. Und dann nach den 3 Sekunden wird man dann automatisch gekickt. Und das werde ich auch in den nächsten Streams machen. Ich werde das dann einfach als Inf füllen, nennen so im Titel, ne? Und ja, Leute, ich glaube, das war's eigentlich. Ja, ziemlich hoch gebaut habe ich hier ein bisschen. Das war's eigentlich mit dem Video. Alles, ich habe euch alles gezeigt in meiner Base. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.